Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der erste, wie der Kollege Mayer gesagt hat, innenpolitische Antrag der AfD-Fraktion mit aber nicht unerheblichen außenpolitischen Implikationen ist ein Antrag, wo uns Verhandlungen mit einem Massenmörder vorgeschlagen werden. Es hat im syrischen Bürgerkrieg, und es dauert an, ich weiß gar nicht, warum Sie eigentlich ständig über den Umstand, dass jeden Tag in diesem geschundenen Land unschuldige Menschen hungern, gefoltert werden und sterben, wieso Sie eigentlich ständig höhnisch lachen. Das ist schlicht und ergreifend unverständlich. Es gibt 400.000 Gesamttote. Mehr als die Hälfte davon sind tote Zivilisten. 212.000, 190.000 in etwa. Die Summe ist schon schwer noch zu begreifen. Ist durch Angriffe von Assad-Truppen und seinen Verbündeten ums Leben gekommen. 13.000 Syrer sind in Gefängnissen zu Tode gefoltert worden. Es gibt ernstzunehmende Berichte, das muss man auch im Deutschen Bundestag sagen, dass es, um das zu verwischen, um Spuren zu vernichten, dort Krematorien gibt. Ich will mir darüber jetzt kein weiteres Urteil erlauben, aber an der Stelle zu unterscheiden zwischen Rückführungen und Rückkehr, ist mehr als ein semantisches Wortspiel. Es ist schlicht mit den Grundsätzen der Humanität nicht verantwortbar, einen einzigen Menschen in dieses Land verantwortungsvoll zurückkehren zu lassen. Ich weiß auch nicht, ob Ihre Vorstellungen. Kollege Wadepohl. Ich würde es gerne zu Ende führen, weil die Debatte hier auch aus meiner Sicht durch die Fragen aus der AfD-Fraktion nicht an Qualität gewonnen hat. Aber das ist meine Beurteilung. An dieser Stelle in dem Antrag den Eindruck zu erwecken, man könnte in irgendeiner Form die Sicherheit später gewährleisten, irgendein deutscher Legationsrat würde dann schon aufpassen, dass Assads Geheimpolizei nicht wieder zuschlägt. Und in der Tat, der Kollege Dr. Habert hat ja darauf hingewiesen, es geht ja nicht um eine Front, es gibt ja in Syrien einen multiethischen Konflikt, der von ethnischen Säuberungen durch das Assad-Regime begleitet wird. Nur den Eindruck zu erwecken, wir könnten das im Ansatz in einem Abkommen fixieren und auch überprüfen, es ist entweder grenzenlos naiv oder bodenlos menschenverachtend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Übrigen, Assad ist der Hauptverantwortliche für den Krieg, für den Bürgerkrieg. Die Haltung der Bundesregierung ist eindeutig, und sie steht im Übrigen im Einklang mit allen europäischen Partnern und im Übrigen auch mit den Vereinten Nationen. Wir wollen einen politischen Übergang gemäß der UN-Sicherheitsresolution 2254 und des Genfer Kommuniqués von 2012. Eine stabile Lösung wird es in Syrien nur dann geben, wenn es einen Aussöhnungsprozess gibt, wenn es einen demokratischen Prozess gibt, und der kann selbstverständlich nicht mit diesem Massenmörder an der Spitze eines freien und unabhängigen, hoffentlich geeinten und irgendwann wieder friedlichen Syrien gelingen. Und deswegen setzt die deutsche Bundesregierung, das war bisher auch Konsens in diesem Hause, bei allen außenpolitischen Unterschieden, die wir natürlich hatten und auch haben werden, dafür ein, dass wir in den internationalen Gremien, das heißt im Rahmen der Vereinten Nationen, zu einer Friedenslösung in Syrien kommen. Das ist das Einzige, was verantwortbar ist. Wir brauchen eine inklusive, demokratisch gewählte syrische Übergangsregierung. Und mit der dann Abkommen zu schließen, das wird im vornehmsten deutschen Interesse sein. Alles andere vorher ist schlicht unverantwortlich. Vielen Dank.